Narzissmus. Diese Persönlichkeitsstörung ist zurzeit das Thema vieler Psychologen und Life Coaches. Die Psychologie hat in den letzten Jahren die Eigenschaften von Narzissten ausgiebig beobachtet und studiert, doch viele davon wissen nicht, dass Narzissmus auch ein großes Thema in der Bibel ist, wenn auch nicht unter diesem Namen. Narzissmus ist die Eigenschaft des Teufels und denjenigen Menschen, die er beeinflusst. Der Teufel, einst ein schöner und mächtiger Engel, war neidisch auf Gott. Deshalb wollte er so sein wie Gott und angebetet werden. In Jesaja 14, Vers 12 bis 14 spricht Gott zum Teufel: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Weil der Teufel stolz wurde und sich erhob, hat Gott ihn bestraft, indem er vom schirmenden Cherub, Bezeichnung für eine Engelart, zum Satan wurde. Noch ist der Teufel aktiv und hat auch Zugang zum Himmel, doch sein Ende ist bereits eingeleitet und seine Endstation in der ewigen Hölle wird kommen. Narzissten, die Kinder des Teufels, sind sehr stolze Menschen. Sie wollen mehr sein, als sie eigentlich sind. Sie fordern die Bewunderung der Mitmenschen, ja in manchen Fällen sogar Anbetung, wenn sie in hohe Positionen kommen. Man denke dabei an die Kaiser oder an Kim Jong-un, den Machthaber von Nordkorea. Von außen betrachtet sind Narzissten schillernde Persönlichkeiten, weil sie oft ein einnehmendes Wesen und ein souveränes Auftreten haben. Aber ihr Inneres ist boshaft, ähnlich wie bei Satan. In 2. Korinther 11, 14 bis 15 steht: Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Der Spruch "außen hui, innen pfui" trifft auf diese Menschen zu. In Matthäus 23, 25 bis 26 sagt Jesus zu den Pharisäern: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voll Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Narzissten stellen sich nach außen als Saubermänner mit weißer Weste hin, innerlich jedoch sind sie hauptsächlich von Neid, Hass und Wut geprägt. Liebe und Empathie sehen sie als Schwäche an. Es ist leider oft so, dass man Narzissten nicht sofort erkennt, weil sie sich geschickt verstellen können. Hört man ihnen jedoch einmal genauer zu, dann merkt man mit der Zeit, dass sie ständig über andere schlecht reden, sich selber aber als mustergültig darstellen. Sie werten andere Menschen ab und sich selber auf. Üble Nachrede und Verleumdung sind ihre Hauptbeschäftigungen. In Sprüche 26, 24 steht geschrieben: Mit seinen Lippen verstellt sich der Hasser und in seinem Herzen nimmt er sich Betrügereien vor. Und in Sprüche 10, 18 steht: Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen und wer Verleumdungen austrägt, ist ein Tor. Narzissten sind im Endeffekt Lügner, die nicht nur ihre Umwelt, sondern sich selbst auch belügen. Ihr Innerstes ist nicht wahrhaftig, sondern Lüge. In Johannes 8, 44 sagt der Herr Jesus: Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Manche Narzissten wollen den töten, der ihnen nicht passt. Meist tun sie das zum Glück nur durch Worte und nicht in der Realität. Doch wenn eine Gesellschaft vom Narzissmus durchdrungen ist, dann gibt es auch bei Mord und Totschlag kein Halten mehr. Unsere Zeit rückt dem immer näher.
denn die vom Teufel geprägten Menschen beginnen immer mehr die Christen zu hassen, die nach Liebe und Empathie handeln. In Habakuk 1, Vers 4 steht: Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten, darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Es gibt nur eine Alternative zum Narzissmus. Diese bietet der Herr Jesus Christus, der von sich selber sagte, in Matthäus 11, 28 bis 29, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Satan kann nichts bieten, was dem Menschen gut tut, aber der Fürst des Lebens, Jesus Christus, ist gekommen, um Leben zu bringen und die Werke des Teufels zu zerstören. In 1. Johannes 3,8 steht, Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus Christus bietet jedem, der zu ihm kommt, ewiges Leben an. In Johannes 10,10 sagt er, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Seine Einladung gilt auch dir. Danke fürs Zuhören.